Hallo und recht herzlich willkommen zur ersten Folge FIFA Ultimate Team im WM 2014 Update. So sieht's jetzt aus, also wir können jetzt hier auch ein bisschen online-mäßig oder auch Einzelspieler das Turnier durchballern. Und wer bis jetzt das noch nicht mitbekommen hat, am 30. ist das Update rübergelaufen und zum späten Abend konnten es dann auch schon die meisten, wie bei mir hier auf dem PC oder auch auf der Xbox One spielen. Auf der Xbox One hatte ich sogar noch den Vorteil, dass ich da zum Beispiel auch Anstoß ganz normal spielen konnte. Also ich musste nicht vorher in Ultimate Team reingehen, ich konnte dort auch das schon spielen. Das habe ich hier auf dem PC leider nicht. Wie ihr seht, ich habe schon 4 Spiele gemacht. Einfach um mich mal so ein bisschen reinzuwöhnen. Um es kurz zu sagen, du kannst hier online und Einzelspieler. Die Mannschaften bilden sich so, man sucht sich eine Mannschaft aus. Ich habe mir jetzt Deutschland ausgesucht, die ich unterstützt tue. Deswegen spiele ich immer als deutsche Mannschaft in diesem WM-Qualifizieren. Das Ding ist aber, du wirst aktive Mannschaften haben, wie zum Beispiel hier, die sich nur durch 2 Kategorien austauschen. Das ist wie einmal, ihr sehen könnt hier Italien, also das Land, ja. Und unten zum Beispiel EUR für Europa oder SAM für Südamerika oder für zum Beispiel auch Asien, hier Südamerika oder Asien oder Afrika. Das sind denn die Konföderation. Und diese beiden Dinge zählen jetzt nur und dadurch wird halt, seht ihr, entweder rote, gelbe oder grüne Striche. So, ich versuche natürlich hier eigentlich eine europäische hinzubekommen. Und es ist immer nicht so gerade einfach. Ich habe hier zum Beispiel einen schönen Neymar. Hier habe ich zum Beispiel Nani auch. Virina. Weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Entschuldigung. Ich entschuldige mich schon mal vorweg für die falsche Aussprache. Ich kann das halt nicht. Egal. Hier, Jivinko. Boah, hier ist mir fast der Name im Halse stecken geblieben. Mit Aquilani, ja. Aiden Hathard, jo. Der Belgier, Mensches Kinder nochmal. Hier den Grieche Manolas, Acerbi und Abate. Im Tor habe ich leider nur Vardegas sonst habe ich eigentlich auch nicht so viele. Ja, Ziegler hier immer ein bisschen, Wiska, Zynia, ja, der hat einfach nur auch Tempo, aber ne, da muss man halt immer aufpassen, wie das mit der Konföderation so klappt. Ich versuche zum größten Teil natürlich eine europäische hinzubekommen, aber es ist halt nicht einfach so einfach, ja? So, was gibt's noch? Ihr seht dort zum Beispiel die Turnierstatistik, ja, wo meine Einzelnen sind. Und es gibt Shops. So, jetzt denkt man so, Shops, okay. Und wo ist Transfer? Gibt es nicht, liebe Jungs. Ihr könnt die zum Beispiel auch, ihr habt zwar die Möglichkeit, eure Leute, die ihr so kriegt, zu verkaufen. Es ist aber null. Es gibt kein Geld dafür. Ihr könnt sie eigentlich alle in einen Verein stecken, falls mal irgendwas ist oder so. Ja, es gibt auch nur ein Pack. Ein Pack, 5000, mehr gibt es nicht. Und da sind dann immer ein paar drinne und das war's dann. Und das Einzige, was noch ein bisschen geil ist, ist halt, dass man für jedes Spiel, was man absolviert, bekommt man ein Pack. Aber da ist immer nur ein Spieler drin. Ja? Kann man sehen, wie man will. So, dann kommen wir nochmal hierzu. Der Online-Turnier beginnt immer so. Es gibt immer eine Gruppenphase. Und der erste Spieler, gegen den ihr spielt, der ist dann in eurer Gruppe. Der bleibt auch in eurer Gruppe. So, dann spielt ihr die nächsten und die kommen dann alle in eure Gruppe. Und das Geile ist, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen den nächsten spiele, sehe ich zum Beispiel, wenn der Franzose da auch gerade spielt zu meiner Zeit, wie es bei dem gerade steht, oben rechts. Ist eine geile Aktion, finde ich, ist eine total top Aktion. Und ich würde sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Haben hier auch schon den ersten Gegner. Er ist ein Brasilianer. Ja, kommen wir jetzt hier. Ne? Und ja, sonst was viel Neues ist jetzt
Leider nicht. Oh, wir sehen hier zum Beispiel, er hat schon einmal verloren. Ja, deswegen steht er bei unserer Liste ganz unten. Gegen den Franzosen habe ich auch gewonnen und deswegen stehe ich am zweiten Platz. So, ich lasse jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, die, das ist zum Beispiel das Stadion hier, ja. Was ich zum Beispiel auch ganz komisch finde, hier auf der PC-Fassung gibt es kein Kabum, Kabeng oder so. Machst du auf dem PC ein Anschlussspiel, Alter, da findest du richtig hier mit Bühnen, Konfetti-Paraden und beim Einmarsch siehst du halt auch den Cup und so, den Pokal, hier jetzt irgendwie nicht. Fragt mich nicht, wieso. Keine Ahnung. Also auf der Xbox One, heftig geil. Leider aber auch keine großartige andere grafische Eigenschaften. Da frage ich mich, was in einem halben Gigabyte so bitteschön drinne gesteckt hat. Ja, also, aber geschenkten Gaul, sagt man ja so schön, guckt man nicht ins Maul. So. Oh, hier so ein bisschen die Grafik haben sie so ein bisschen angepasst aus dem Add-on. Ja, das war es dann aber auch schon. So, wir klicken jetzt hier mal gleich mal weiter. Machen wir Konter, Teampressing und hoffen mal auf ein gutes Spiel. Und wenn ihr achtet, Alter, der hätte da sitzen müssen von Nani, Alter. Oder war das nicht? Ich glaube, ich war Nani, ne? Hey, so eine Dinger müssen noch reingehen, Alter. Was muss ich da denn noch groß rumschubbern? Na. Hätte besser gehen können. Hätte besser gehen können. Ah, ne, kriegen wir nicht mehr. Es ist, muss ich ganz ehrlich geschehen, es ist immer nicht ganz einfach zu spielen. Was mir jetzt auch aufgefallen ist in den ersten paar Spielen, die ich gemacht habe, es geben übelst viele ganz schnell auf, Alter. Wenn die merken, Alter, dass du halt ein bisschen besser bist oder so, dann hören die gleich auf. Geben die auf oder du führst schon 2:0 oder so. Alter, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das wäre eigentlich ein klarer Treffer gewesen. Naja. Ja, dann hören die irgendwie gleich auf. Und wenn ich jetzt Pech habe, hört der jetzt auch auf. Kein Plan, also. Ist irgendwie alles schon eine ganz komische Aktion und es wird mir aber nicht als Sieg angerechnet und er ist auch nicht mit in unsere Statistik gekommen. Ich glaube, der hat sich noch rechtzeitig verpieselt. Was uns natürlich dann wieder stören tut, ist natürlich, dass natürlich trotzdem Spielverträge, glaube ich, weg sind. Ja? Okay, der hat auch verloren. Deswegen er hatte ein Spiel, der Spanier, und hat es halt gleich verloren. Ja, so, wir gehen jetzt hier mal gleich mal weiter. Ah, so ein, wieder so ein Trickser. So. Ja, ist bloß das Problem, wenn du nur eins und ein und das gleiche machen kannst. Ach. Oh, blub, 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 Alter, was ist denn jetzt los? Hä? Oh. Ja, bin ich voll deiner Meinung, habe ich auch so gesehen. Naja, ist korrekt, vollkommen korrekt. Das war also ganz grob fahrlässig. Gelb geht natürlich ganz, ganz klar. Das hätte eigentlich schon rot gehen können, ne?
Also wer war jetzt eben schon? Verdammte Axt, Alter. What the hell, Alter? Ja, bin ich auch. Bin ich auch ganz deiner Meinung. Das war auch ein ganz krasses Ding hier. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall tätig angegriffen, sehe ich genauso. Ganz bösartig. Ja, also ich habe hier auch schon ganz eigenmächtige. Es war eigentlich auch schon wieder so eine. Alter, das gibt's doch nicht, Narnia. Narnia. Ja, der Prinz von Narnia. Narnia. What the hell, Alter? Aiden Heather, der hält ihn auf. Kann nicht wahr sein, Alter. Alter. So. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Das Problem ist ja, du kannst ja hier nicht einfach so mal anhalten, wenn ich da mal eine anruft. Deswegen. Ja, nicht Salz. Ja, nicht Salz, das schmeckt. Ja, das gibt's doch nicht. Ich habe einen angeschnittenen Schuss gemacht und der kriegt ihn nicht rein, Alter. Das gibt's doch nicht, Junge! So ein Lacker, Junge. Jedes Mal vom Herrn. Das ist doch ein Lacker jetzt, Alter. Ey. Ist doch jetzt schon wieder Oberbranzenkacke, Alter. Mann. Ja, jetzt brech ab am besten, Alter. Brech ab, du kleiner Homo, Alter. Du kleiner Homo Sapien. Meine Fresse nochmal, Alter. So eine tollwütige Scheißkatze, Alter. Einschläfern sollte man nicht. Mann, ey.
Das glaube ich doch nicht, Junge. Kann man so viel Lack haben, Alter? Ey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Ey, es ist... Nein! Alter. Es ist gerade schon wieder. Ist gerade unglaublich. Unglaublich, Alter. Erste Folge und dann noch so eine Scheiße da, ey. Ist schon wieder so ein Aufreger, der es geht gar nicht. Ich habe ja nichts dagegen, ich spiele ja auch jetzt weiter oder so, ne? Ich mache da Dinge auch bis zum Ende, damit habe ich ja gar kein Problem. Nur wenn es denn ist so, du hast perfekt, du hast super Leute und du hast die Schussposition, du hast 1000 Möglichkeiten und der will einfach nicht reingehen. Und dieser Hammel, Alter, der hat zwei billige, ein gutes, sagen wir mal, halbwegs gutes Tor gemacht. Und du kriegst es nicht hin. Obwohl du die besseren Leute hast. Aber der hat einen Top-Torwart, Alter, wo nichts reingeht. Da kriegst du einen zu viel. Endlich! Nanini! Der kleine Prinz von Nanini-Land! Ja, klar. Er hält mich 20.000 Mal auf und kriegt nichts. Was? Boah. Nicht so doll, Eden kann nicht mehr. Ja, ja, ja. Nein, das gibt's nicht, Alter. Mina, du Hure, Alter, Junge. Ey, die haben mich gefoult, Junge. Alter, Junge. Konzentration.
Los, 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 los. Alter, das gibt's doch nicht, Junge. Ey. Ja, Einwurf für uns. Los, los, go, 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 go. Oh, wieder abseits, ne? Ach, leck mich doch am Arsch, Alter, mit deiner scheiß Abseitsposition. Mann, ey! Er hat sich gerade nicht bewegt, glaube ich. Irgendwas war da gewesen. Oh. Verfluchte Axt, Alter. Verfluchte Axt. Ey, so viel Pech, Alter. Es geht gerade auf keine Kuhhaut. Außer die Kuh ist richtig groß. Ansonsten geht es auf keine Kuhhaut. So, jetzt kann es sein, dass der jetzt gerade von Mutti gerufen wurde zum Essen und natürlich jetzt sofort weg musste und halt nicht mehr weiterspielen kann. Und daher zieht sich dieses Spiel halt vielleicht sogar noch super in die Länge. Oh mein Gott, Alter. Oh. So eine Spiele müssen dann natürlich auch immer während den Aufnahmen passieren. Dann natürlich Zuschauer. Also wenn du jetzt willst, kannst du jetzt kurz überspringen. Das kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Von daher, ja, kann sich nur um Stunden handeln. Ich glaube, er kann auch nur mal eine gewisse maximale Pausenzahl machen. Ich glaube, dreimal oder so. Mehr geht das, glaube ich, nicht. Aber selbst das wäre bei 30 Sekunden schon immer übelst nervtötend. Übelst nervtötend. Und jetzt hat er hier, glaube ich, auch noch 15 Sekunden, bis der Torwart dann automatisch schießen tut. Von daher. Ah, ich glaube, der ist wieder da. Kriegt natürlich nur gelb. Klar. Hätte eigentlich rot gehen müssen. Aber, hey. Ja! Oh Mann, du, Alter. War ein glücklicher Zuhörer, dass wir da so gerade hingefallen sind und bei ihm gibt es so einen Verletzten. Jetzt müssen wir sehr aggressiv spielen. Hallo? So, jetzt nochmal eine gute Position hier.
Obwohl, ich bin ja nicht der Freistoßgott. Alter, hätte da nicht einer von uns stehen können. Alter. Was? Hey, ich geb doch gleich ab mit mir, Alter. Hey, das gibt's nicht, Alter. Das ist so ein verfickter Uhrenlacke, Alter. Nein, mitten im Angriff. Ich hätte doch noch das 3 zu 2 holen können. Meine Fresse, ausgeglichen. Auch so eine, tja, unentschieden im zweiten Gruppenspiel. Es ist richtig scheiße ist das. Also auch auf so scheiße Situationen, ja. Müsst ihr euch halt einstellen. So, und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Ich habe ja noch irgendwie Sets bekommen. Und dann können wir halt mal gucken. Vielleicht kriege ich hier mal einen Europäer. Ja? Vielleicht kriege ich ja mal einen richtig super geilen Europäer. Und, vielleicht wäre es ja mal so eine geile Aktion. Halt, wenn das klappen würde. Und sich nicht noch bis in die Unendlichkeit wieder mit dem Katalog aussehen würde. So, jetzt, das Geile ist, er enthält garantiert ein FIFA-WM. Er enthält wirklich nur einen. Guckt euch das an. Und es ist wirklich wenigstens ein Engländer. Oh, das ist Milner. Rechtes Mittelfeld. Wir machen ihn mal in die aktive Mannschaft. Da habe ich, glaube ich, noch ein paar hier, zum Beispiel die hier. Oder ihn hier. Der ist nämlich auch Asien, glaube ich. Ja. Und von daher, und ihr seht's, Schnellverkauf, ne? Oder in Verein. Wir machen ihn einfach jetzt im Verein. Und dann gucken wir mal noch schnell, wer der andere ist. Enthält garantiert einen FIFA-WM-Spieler. Und haben wir nochmal Glück? Haben wir nochmal Glück? Es ist Diaz und er ist nicht wirklich gut. Also, nichts, womit wir was anfangen können. So, und wir gucken mal noch ganz kurz, können wir den vielleicht irgendwo sogar gebrauchen? Wo ich den jetzt hingemacht? Shaqiri könnten wir uns auch reinholen. Ist ja auch rechtes Mittelfeld. Den hole ich mir, glaube ich, auch wieder rein. Anstatt Dingster Boomster. Das ändern wir mal ganz kurz hier. Wo ist denn Milner? Ach, Milner ist auch rechtes Mittelfeld. Ist der sogar noch ein bisschen besser als Shaqiri? Ich weiß es jetzt gar nicht. Cool, lassen wir mal gucken. Schießen passen, ja, aber Shaqiri ist in den meisten Fällen auch noch besser. So, dann holen wir ihn hier auch noch raus. Den brauchen wir nämlich auch nicht. Und es füllt sich so allmählich. Ne? Es füllt sich allmählich. Aber wir haben gar keinen Innenverteidiger. Wir bräuchten eigentlich noch einen Innenverteidiger. Na gut, jetzt seht ihr mal, wie das so ein bisschen aussieht und ich werde da noch ein paar mehr Spiele machen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, bin raus und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wenn ihr das Spiel guckt und ne, immer schön für Deutschland. Bis dann. Ciao.